Ich fange erstmal einfach da an, wo die meisten von euch anfangen. Und dann gehen wir mal so einfach die Task-To-Do-Liste runter, wie man sie machen würde. Der erste Schritt, also grundsätzlich ist es so, wenn ich selbstständig bin, dann habe ich erstmal irgendwie Umsätze und so weiter. Das Ganze sieht dann ungefähr erstmal irgendwie so aus. Man hat irgendein Buchhaltungsprogramm. Ich mache das mal einen Ticken größer, genau so. Und dann schreibt man so regelmäßig seine Rechnungen. Ich möchte an der Stelle auch noch dazu einmal sagen, das ist jetzt nicht meine echte Buchhaltung natürlich. Ich habe versucht, überall, wo es geht, Fake-Daten zu produzieren, damit ich die schön zeigen kann. Hier zum Beispiel einmal an Google für AdSense-Einnahmen auf dem YouTube-Kanal. Das ist jetzt so eine Proforma-Rechnung. Die schreibe ich ja in der Regel unterjährlich. Das heißt, ich mache einfach laufend meine Rechnungen und kriege auch laufend meine Eingangsrechnung. Zum Beispiel hier Deutsche Bahn-Ticket abgelegt. Hier vielleicht ein Hinweis, solche Rechnungen dann bitte hoffentlich nicht, weil hier steht, dieses Dokument ist nicht vorsteuerabzugsfähig. Das heißt, ihr nehmt dann die richtige Rechnung von der Deutschen Bahn und dann könnt ihr das Ganze kategorisieren. Kategorisieren bedeutet, soll jetzt nicht zu viel um Buchhaltung gehen, dass ihr hier die entsprechenden Konten hinzufügt. Sehe ich gerade, ich muss ein bisschen ranzoomen und hochscrollen, sonst bin ich im Weg, dass ihr zum Beispiel hier sagt, das sind Reisekosten oder öffentliche Verkehrsmittel, Reisekosten. Das ist so das, was ihr ja unterjährig macht. Egal übrigens, ob ihr Umsatzsteuervoranmeldung abgeben müsst oder nicht. Also wenn ihr Umsatzsteuervoranmeldung abgeben müsst, monatlich oder quartalsweise, dann geht ihr da rein, wo man die Umsatzsteuervoranmeldung macht. Das ist jetzt halt einfach LexOffice, weil ich mit LexOffice selber mein ganzes Zeugs mache. Das ist aber jetzt, ihr könnt das natürlich auch mit Safdesk oder Accountable oder was auch immer da stand. Sieht alles relativ ähnlich aus, muss man ehrlicherweise sagen. Dann sieht das Ganze so aus und dann habt ihr die zusammenfassende Meldung und dann übermittelt ihr das und habt dann quasi unterjährlich ja schon eine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht. Dann gibt es so ein paar Dinge, die ihr einmal im Jahr machen müsst. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Das heißt, die Voraussetzung ist jetzt, ihr habt die ganze Buchhaltung schon erledigt. Ein paar Leute von euch werden das unter Umständen nicht gemacht haben, und zwar diejenigen, die umsatzsteuerfreie Umsätze machen. Das heißt, wenn ihr Kleinunternehmer seid oder wenn ihr rein umsatzsteuerfreie Umsätze habt, das ist zum Beispiel der Fall, wenn ihr Versicherungsvermittler seid beispielsweise oder wenn ihr auch Arzt seid. Meine Mama ist Hebamme, selbstständige Hebamme, und diese Leistungen von Versicherungsvertretern, von Ärzten, von Hebammen und so weiter, die sind umsatzsteuerbefreit. Und die sind aber, also die Umsatzsteuerbefreiung führt dann auch dazu, dass man quasi auf der Kostenseite auch keine Umsatzsteuer geltend machen kann. Das heißt, bei meiner Mama steht hier oben 0 bei Umsatzsteuer und unten bei Vorsteuer halt auch 0. Und das führt dann dazu, dass man unterjährig gar nichts machen muss, weil die einfach mit dem Thema Umsatzsteuer nichts weiter zu tun haben. Und das ist bei einigen Branchen der Fall, das wisst ihr denn hoffentlich, dass das der Fall ist. Aber ihr müsst natürlich trotzdem irgendwie eure Buchhaltung machen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen die Voraussetzung, dass ihr das schon gemacht habt. Weil ihr braucht, also unterjährig macht man Buchhaltung eigentlich nur für die Umsatzsteuer, und einmal im Jahr und wird es relevant, dass ihr das Ganze dann irgendwie überführt in eure Steuererklärung. Und dieses Überführen in die Steuererklärung macht man in der Regel durch anhand der Einnahmenüberschussrechnung. Das sieht dann bei Buchhaltung, klickt man auf Einnahmenüberschussrechnung und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Hier sieht man jetzt, ich bin reich. Nein. Das heißt, in dem Fall habe ich ungefähr 34.000 Euro Gewinn gemacht im Jahr 2023. Und mit diesem Wert und dieser Gewinnermittlung kann man jetzt hingehen und seine Steuererklärung machen. Und vielleicht dazu möchte ich noch einmal ausholen, welche Steuererklärung muss man denn da eigentlich machen? Ihr müsst alle, wenn ihr selbstständig seid zumindest, müsst ihr eine Einkommensteuererklärung machen. Und die Einkommensteuererklärung, die hat unterschiedliche Anlagen. Das ganze Konstrukt mit den Anlagen, das gibt es so eigentlich in der Form, sieht man das nicht mehr so richtig. Aber wenn man, ich google einfach mal, so eine Einkommensteuer, alle Anlagen, wenn man da einfach sich mal anschaut, welche Anlagen eigentlich, hier steht schon nur die wichtigsten Anlagen, hier Steuertipps ist hervorragend, zum Formularpaket. Dann gibt es hier einmal den Mantelbogen. Der Mantelbogen, das sind so die ganzen Stammdaten, also die ganzen, wo wohnt man, wie heißt man, welches ist die Steuernummer. Dann gibt es eine ganze Reihe Anlagen. Anlagen, Mobilitätsprämie, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastung, haushaltsnahe Dienstleistungen, Anlage N und doppelte Haushaltsführung, Vorsorgeaufwand. Und das sind bei weitem noch nicht alle. Es gibt viele, 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 viele Anlagen.
Und ihr müsst, wenn ihr selbstständig seid, müsst ihr zwei Anlagen ausfüllen. Drei kommen potenziell in Frage. Und zwar müsst ihr einmal die Anlage EÜR ausfüllen. Und EÜR ist nur eine Abkürzung für Einnahmen, Überschuss, Rechnung. EÜR. Das heißt, die Anlage EÜR füllt ihr einmal aus und dann, je nachdem, ob ihr freiberuflich tätig seid oder gewerblich tätig seid, müsst ihr die Anlage S für alle Freiberufler oder die Anlage G für alle Gewerbetreibenden ausfüllen. Das heißt, das werdet ihr ja irgendwann, wenn ihr euch angefangen habt, selbstständig zu machen, mal hoffentlich recherchiert haben, was seid ihr eigentlich, seid ihr freiberuflich oder gewerblich tätig und dann anhand davon quasi müsst ihr jetzt halt die Anlage S und die Anlage G plus die Anlage EÜR ausfüllen. Das ist so quasi das Ziel, was wir haben und das macht ihr in eurer Einkommensteuererklärung. Einschränkung an der Stelle, das gilt nur für erstens alle Freiberufler und zweitens für alle Gewerbetreibenden, die unter 80.000 Euro Gewinn im Jahr machen und, also zweite Bedingung, unter 800.000 Euro Umsatz. Ehrlicherweise, 800.000 Euro Umsatz im Jahr als Einzelunternehmen zu machen, das ist sehr sportlich. Falls das einer von euch schafft, Einzelunternehmer ist und über 800.000 Euro Umsatz ist, mein Respekt. Ich habe ja für Kontist gearbeitet. Ich habe Einblick gehabt in ein paar 10.000 Bankkonten. Ich kann euch sagen, es gibt Einzelunternehmen, die über 800.000 Euro Umsatz machen. Ich kann euch aber auch sagen, wenn ihr das macht, dann gehört ihr wahrscheinlich zu den 0,01% der finanziell erfolgreichsten Selbstständigen. Das ist wirklich eine Hausnummer, in Millionen Regionen als Einzelunternehmen zu verdienen. Die meisten haben dann doch schon irgendwie Angestellte und so, wenn die denn so groß sind. Aber für euch ganz, ganz wichtig, wenn ihr gewerbetreibend seid und über 80.000 Gewinn oder 800.000 Euro Umsatz macht in einem Jahr, dann schreibt euch das Finanzamt irgendwann und sagt, uns reicht die Einnahmenüberschussrechnung nicht mehr, erstell bitte jetzt eine Bilanz. Meistens schreiben die das so wie, jetzt bitte ermittle den Gewinn mit Betriebsvermögensvergleich. Betriebsvermögensvergleich und Bilanz ist quasi genau das Gleiche. Ihr müsst das nicht freiwillig machen, also ihr müsst das selber auch gar nicht drauf achten. Das Finanzamt schickt euch einfach irgendwann und sagt euch, so, jetzt ist es soweit. Und dann macht ihr keine Einnahmenüberschussrechnung, sondern macht eine Gewinn- und Verlustrechnung und eine Bilanz. Das könnt ihr aber ignorieren, wie gesagt, wenn ihr Freiberufler seid oder Gewerbetreibender seid unter 80.000 Gewinn im Jahr. Das ist so die Einnahmenüberschussrechnung. Ich habe erzählt, das landet dann quasi in der Einnahmenüberschussrechnung. Das gibt es inzwischen auch fast überall im quasi amtlichen Format. Das war früher von vielen Buchhaltungsprogrammen, ist es ehrlicherweise immer noch krasses Problem von einigen Buchhaltungsprogrammen, dass Buchhaltungsprogramme immer nur sowas anzeigen. Hier, sowas in die Richtung. So nette, witzige Grafiken und Balken. Das bringt genau gar nichts. Wir können auch einmal bei Safdesk einfach mal reinschauen. Da habe ich auch ein Demo-Account. Was ebenfalls empfehlenswert ist, ist Accountable, meiner Meinung nach. Accountable ist noch so ein bisschen einfacher für diejenigen, die vielleicht so ein bisschen nebenberuflich starten. Aber hier zum Beispiel, man hat hier irgendwelche Kreise, bei LexOffice hat man irgendwelche solche Balken und so weiter und ich habe davon nichts, wenn ich nicht die Daten in dem Format bekomme, wie ich sie auch brauche in meiner Buchhaltung. Und das macht LexOffice gut. Jetzt muss ich einmal Einnahmenüberschussrechnung gehen, dass ich hier direkt oben klicken kann nach amtliche EÜR. Und dann bekomme ich nämlich genau das Format, wie ich es in Elster Online eintragen kann. Und das machen wir heute auch. Das heißt, wir können diese Daten einfach eins zu eins einfach rüber kopieren und das ist relativ simpel. Safdesk zum Beispiel hatte das sehr lange als Problem, dass das nicht so schön aussah, um es mal so zu sagen. Inzwischen ist es aber so, dass das tatsächlich sich an dem amtlichen Format und Formular orientiert. Das heißt, wir sehen hier immer diese Position und wenn man das herunterlädt als PDF, dann sieht man hier eigentlich genau die gleichen Zeilen und Positionen, die man auch braucht, um es zu übertragen. Deswegen ganz, ganz wichtig, achtet nicht zu sehr auf bunte Balken, sondern achtet vor allem darauf, dass ihr das habt. Ich habe, und ich glaube, das kann man auch so sagen, ich habe die ersten beiden Buchhaltungsprogramme, die ich benutzt habe, die hatten nur so blöde bunte Balken. Und das ist eine Katastrophe, wenn man unterjährig seine Buchhaltung macht und dann irgendwie rückblickend das irgendwie aus seiner Buchhaltung und bunten Balken, denn die Anlage EÜR basteln muss. Das ist eine Riesenkatastrophe. Deswegen achtet unbedingt darauf, dass euer Buchhaltungsprogramm hier so eine vernünftige Auswertung hat, wo die Elster-Felder draufstehen.
Oder aber, dass man einfach seine Steuererklärung direkt aus der Software machen kann. Das wäre natürlich auch eine Lösung. Accountable geht zum Beispiel den Weg, dass man möglichst viel in Accountable selber machen kann. Was vielleicht noch an der Stelle wichtig ist, wir wissen, wir müssen alle die Einkommensteuererklärung machen und wir müssen alle die Anlage EÜR abgeben plus die Anlage S oder Anlage G. Was ihr aber natürlich mit der EÜR macht, sagt der Name schon, ihr ermittelt den Überschuss, also den Gewinn eines Jahres. Und mit diesem Gewinn müsst ihr dann, zumindest wenn ihr gewerbetreibend seid, noch eine Gewerbesteuererklärung machen. Das heißt, diesen Gewinn, den holt ihr euch natürlich auch raus aus der Einnahmenüberschussrechnung. Und was die meisten von euch auch machen müssen, wenn ihr umsatzsteuerpflichtig seid, ihr müsst noch eine Umsatzsteuererklärung machen. Schauen wir uns alles im Detail an. Was ich als erstes machen möchte, ist, wir schauen uns erstmal die Buchhaltung an. Da gibt es nämlich ein paar Dinge, die ihr quasi unterjährig wahrscheinlich in der Buchhaltung noch nicht berücksichtigt habt, die ihr aber trotzdem in der Steuererklärung ansetzen könnt. Und das Problem ist, dass nicht alle Buchhaltungsprogramme das können. Oder ihr habt unter Umständen sogar ein Buchhaltungsprogramm, wo nicht dieses amtliche Format da ist. Und deswegen habe ich eine Excel-Tabelle gebaut. Ich habe die Muster EÜR genannt. Da habt ihr quasi alle Felder, die ihr braucht, aus der Einnahmenüberschussrechnung. Und ihr könnt natürlich jetzt einfach die Zahlen quasi abtippen oder euch exportieren. Aus LexOffice beispielsweise. Dann könnt ihr euch einfach die Zahlen nehmen und seht dann da auch genau die Felder. 2023 machen wir gerade Betriebseinnahmen als umsatzsteuerpflichtiger Kleinunternehmer und seht dann hier auch Betriebseinnahmen als umsatzsteuerpflichtiger Kleinunternehmer und das ist genau die erste Zahl, die ihr eingeben müsst. Und wenn ihr jetzt halt zusätzliche Informationen oder Dokumente, Rechnungen, Verträge, irgendwas habt, was ihr noch nicht in der Buchhaltung berücksichtigt habt, dann ist das halt super praktisch, wenn man das in Excel hat, weil ihr hier einfach Plus und Minus reinschreiben könnt. Das heißt, das ist quasi das Rohformat, was ihr braucht, um es dann quasi in die Steuererklärung einzubringen. Ich kenne kein Buchhaltungsprogramm, was alle Funktionen hat. Zum Beispiel Sonderabschreibung. Kenne ich kein smartes, schönes Online-Buchhaltungsprogramm, was Sonderabschreibungen abdeckt. Wo viele ein Problem haben, sind die Aufteilung bei Geschenken, abziehbar und nicht abziehbar. Schauen wir gleich nochmal drauf. Bewirtungsaufwendungen nicht abziehbar und abziehbar aufteilen ist schon mal schwierig. Verpflegungsmehraufwand wird von vielen Buchhaltungsprogrammen nicht vernünftig abgedeckt. Und tatsächlich Fahrtkosten für nicht zum Betriebsvermögen gehörende Fahrzeuge. Das heißt, wenn ihr in eurer Selbstständigkeit ein Auto benutzt, was nicht eurer Selbstständigkeit gehört, sondern euch privat gehört oder ihr privat gemietet habt, von der Ehefrau, vom Ehemann, vom Freund, von der Mama, von der Oma, wem auch immer. Das heißt, ihr habt ein Auto genommen für eine Firmenfahrt und wollt das irgendwie ansetzen. Das ist in den meisten Buchhaltungsprogrammen relativ schwierig zu berücksichtigen. Und das könntet ihr jetzt hier einfach machen. Das sind jetzt genau die Zahlen, die ich aus LexOffice habe. Aber hier könntet ihr jetzt zum Beispiel den Wert berechnen und einfach reinschreiben. Keine Ahnung, ich berechne hier 1.000 Euro. Und dann sehen wir gleich, mein Gewinn sinkt oder meine Ausgaben steigen um 1.000 Euro und damit sinkt mein Gewinn um 1.000 Euro und damit versteuere ich natürlich noch so ein bisschen weniger. Was auch ganz viele nicht unterjährig machen, ist noch ein anderer Part und zwar die sogenannte Homeoffice-Pauschale. Die würde dann hier dazu gehören. Das heißt, ihr könnt ja, wenn ihr wenn ihr kein separates Arbeitszimmer zu Hause habt, dann könnt ihr eine Pauschale absetzen und zwar in Höhe von 6 Euro am Tag. An bis zu 210 Tagen im Jahr. Das heißt, ihr könnt bis zu 1.260 Euro berücksichtigen, pauschal, einfach auch wenn ihr am Küchentisch arbeitet, wenn ihr, keine Ahnung, von der Couch aus arbeitet und so weiter, könnt ihr 6 Euro pro Tag absetzen. Und das macht man normalerweise unterjährig nicht so in seiner Buchhaltung laufend. Und deswegen arbeite ich immer mit so einem Excel-Dokument. Das heißt, ich ermittle erst meine Buchhaltung, schreibe dann oder kopiere hier die ganzen Werte rein, mache dann meine ganzen kleinen Fixes, die man so einmal im Jahr macht, um das dann als Grundlage zu nehmen, um es in meine Steuererklärung zu übertragen. Eine ganz wichtige Frage von Carola gerade, muss ich eigentlich für jede relevante Position auch die Belegerechnung einreichen? Nein, ganz, ganz wichtig. Die Frage bekomme ich tatsächlich im Kommentarbereich ganz häufig. Ihr reicht die Unterlagen nicht im Voraus eilenden Gehorsam ein. Würde sich das Finanzamt eh nicht angucken. Was ihr macht, ihr habt jetzt die Zahlen, das heißt, ihr macht eure Buchhaltung, überführt sie quasi in so eine Anlage EÜR und dann reicht ihr einfach nur die Zahlen ein. Wie das Finanzamt das kontrolliert, ist einmal so ein kleines bisschen stichpunktprobenartig. Das heißt, wenn ihr gerade gründet, dann kann es
häufiger mal passieren, dass das Finanzamt Nachweise sehen will. Also wir gucken uns einfach mal hier meine Werte an. Das heißt, ich habe umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen. Okay, ist unauffällig. Betriebseinnahmen, die umsatzsteuerfrei sind, nicht umsatzsteuerbar. Das sind AdSense-Einnahmen von YouTube. Dann gibt es hier Umsatzsteuer, die ich eingenommen habe. Das ist unauffällig. Abschreibungsbeträge, das ist auch nicht so wahnsinnig hoch. Miete, Pacht, das 8.800 Euro, das ist relativ hoch. Und das ist tatsächlich so, wie das Finanzamt arbeitet, wenn ihr eure Steuererklärung einreicht. Das ist eine relativ hohe Position, die ist wahrscheinlich auch für ein Unternehmen in dieser Größe bemerkenswert hoch, muss man sozusagen. Das heißt, hier könnte zum Beispiel der Sachbearbeiter im Finanzamt einfach mal antworten und sagen, ey, reich mir doch mal bitte den Kontennachweis ein für dieses Konto. Also was steckt denn da eigentlich dahinter? Und das ist das, was das Finanzamt regelmäßig macht. Das werden vielleicht die ein oder anderen, die so ein bisschen selbstständig sind, auch bestätigen können. Manchmal kriegt man so einen Brief vom Finanzamt und dann wollen die Nachweis haben. Und was ihr dann macht, ich kenne mich, deswegen zeige ich es gerade alles mit LexOffice, das sieht in anderen Buchhaltungsprogrammen ähnlich aus, ich nutze halt LexOffice. Das heißt, ihr habt bei Buchhaltung die Möglichkeit, Kontenübersicht anzuschauen und hier zum Beispiel jetzt Miete. Und dann könnt ihr das anschauen und könnt hier einen Kontoauszug und dann seht ihr, welche Transaktionen da jeweils abgegangen sind. Und wenn ihr auf eine einzelne Transaktion klickt, dann seht ihr auf der rechten Seite auch, wann ihr das jeweils gebucht habt und so weiter. Das braucht ihr immer dann, wenn das Finanzamt nachfragt und sagt, ah Mensch, du hast aber relativ viel Miete angesetzt, weiß mal das nach. Dann geht ihr auf Konten, sucht das jeweilige Buchungskonto raus, also das Konto, was zu dieser Position gehört. Und dann würde ich das tatsächlich einmal exportieren und in dem Beispiel jetzt zum Beispiel dem Finanzamt einfach den Mietvertrag für die 800 Euro im Monat einreichen. Das kann immer passieren. Wenn das nicht passiert, dann bekommt ihr einen Steuerbescheid und auf dem Steuerbescheid steht dann drauf, das zahlt ihr oder das zahlt ihr nicht oder das kriegt ihr wieder. Und was aber immer noch passieren kann, dass bis zu 10 Jahre in der Zukunft das Finanzamt kommt und quasi eine Betriebsprüfung anordnet. Und in der Betriebsprüfung kommt dann Betriebsprüfer, also virtuell kommt er in der Regel, der kommt selten bei Einzelunternehmen vor Ort und dann guckt er sich alles ein. Und der möchte dann meistens einen Export haben von der gesamten Buchhaltung. Und auch das geht, solltet ihr auch darauf achten, wenn ihr ein Buchhaltungsprogramm auswählt, dann geht ihr hier links oben auf Export und dann exportiert ihr den Zeitraum, den der Betriebsprüfer haben möchte. Ich hatte tatsächlich gerade erst eine Betriebsprüfung vor 2 Monaten abgeschlossen. Das war sehr sportlich. Die haben, glaube ich, 2018 bis 2023 angeschaut. Genau. Und dann schreiben die euch aber, was sie sehen wollen. Und dann gucken sie sich wirklich alles an. Bis dahin gucken sie sich keine Belege an. Das ist so ein bisschen wie Zugfahren. Man kann einsteigen, man kann schwarz fahren. Manchmal wird man erwischt, manchmal nicht. Das Problem ist beim Schwarzfahren, wenn man erwischt wird, dann zahlt man 60 Euro. Und wenn man bei der Steuerhinterziehung erwischt wird, dann wird es meistens deutlich teurer. Deswegen kann ich es euch nicht empfehlen, betriebswirtschaftlich sinnvoll einfach die Buchhaltung auszudenken oder irgendwelche Kosten reinzuschmuggeln, die dann nicht reingehören und so weiter. So, wir waren jetzt bei der Einnahmenüberschussrechnung. Und damit kommen wir, das heißt, wir haben hier die ganzen Werte und wir kommen jetzt ein kleines bisschen, ich möchte das nicht zu groß machen, aber so ein bisschen schon. Wir reden jetzt gefühlt die ganze Zeit über Buchhaltung, aber die Buchhaltung abzuschließen ist der erste und wichtigste und meistens ehrlicherweise auch der zeitaufwendigste Schritt, dabei seine Steuererklärung zu machen. Das heißt, die Anlage EÜR ist so das Rückgrat der Steuererklärung für Selbstständige. Und ich habe, ich gucke es mir gerade einmal, ich habe mal so eine Checkliste gebaut, was man generell in seiner Buchhaltung erledigen muss. Für all diejenigen, die die Aufzeichnung anschauen, ich packe das alles, was ich hier teile im Chat, packe ich später in die Videobeschreibung. Genau, ich arbeite ganz gerne immer mit einer wöchentlichen Routine, mit einer monatlichen bzw. quartalsweise Routine, wenn man eine quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung machen muss, und einer jährlichen Routine. Und ehrlicherweise fängt das Erstellen der Steuererklärung immer an mit einer jährlichen Buchhaltungsroutine. Was heißt jährliche Buchhaltungsroutine? Das sind die Dinge, die ihr halt einmal im Jahr machen müsst, die ihr auch nicht häufiger machen müsst. Ihr solltet sie aber bitte einmal machen, und zwar immer dann, wenn ihr quasi, um deine Buchhaltung für die Steuererklärung vorzubereiten. Und genau das wollen wir heute ja machen. Und zwar erstens, bitte, bitte setzt Verpflegungsmehraufwand an. 14 Euro pro Tag, den ihr länger als 8 Stunden von zu Hause weg wart, könnt ihr pauschal ansetzen. Das heißt, ihr braucht keine tatsächlichen Kosten, ihr braucht keine Nachweise, ihr braucht keine Belege, ihr braucht gar nichts. Ihr könnt 14 Euro pro Tag absetzen. Und wenn ihr einen ganzen Tag unterwegs seid, also von Mitte, also von 0 bis 24 Uhr, also 24 Stunden an einem Tag, dann könnt ihr das Doppelte absetzen, und zwar 28 Euro. Das ist durchaus spürbar. Macht das, erstellt euch eine Tabelle und schreibt das in die Buchhaltung rein.
Das heißt, was ihr faktisch macht, ihr geht einmal in euren Kalender, egal wo ihr ihn führt, bei Google, in der Hand, in einem Buch, auf MacBook, was auch immer. Und dann geht ihr mal jeden einzelnen Tag eines Jahres durch. Wichtig da geht es wirklich um das Wegsein von zu Hause. Das heißt, wenn ihr auf einem Projekt arbeitet, 8 Stunden am Tag und ihr müsst immer zum Kunden fahren, dann seid ihr automatisch länger als 8 Stunden unterwegs gewesen, weil ihr ja noch hin und zurückfahren musstet. Und selbst wenn ihr nur 3 Minuten zu Fuß geht, dann seid ihr ja 8 Stunden vor Ort gearbeitet, plus 2 mal 3 Minuten Fußweg, seid ihr länger als 8 Stunden unterwegs gewesen und dann könnt ihr für diesen Tag 14 Euro pauschal als Betriebsausgabe buchen. Und das ist extrem wichtig, dass ihr das macht. Das heißt, ihr erstellt einmal schön eure Tabelle, ihr geht den ganzen Kalender durch. Man ist ja in der Regel in einem Jahr auch ab und zu mal so unterwegs, ehrlicherweise. Also auch mal ein paar Tage. Also ich bin jetzt tatsächlich von heute, ich fahr nachher noch und dann hab ich einen Dreh bis Dienstag. Das heißt, ich bin heute unterwegs, ich bin morgen komplett weg und Dienstag komme ich wieder, ganz konkret. Das führt dann dazu, dass ich heute 14 Tage 14 Euro absetzen kann, für morgen 28 Euro und für übermorgen wieder 14. Das sind dann schon 56 Euro, die ich als Betriebsausgabe buchen kann, ohne irgendwelche Kosten gehabt haben zu müssen. Und ihr könnt, also wenn ihr euch immer überlegt, was bringt das eigentlich? Naja, dann nehmt ihr euren Steuersatz, der ist dann irgendwo unterschiedlich, aber wenn der bei 40% wäre, dann nehmt ihr immer 40% von den Kosten und das bringt es euch. Das heißt, 56 Euro nochmal extra ansetzen in der Buchhaltung spart mir 20 Euro. Und das ist jetzt nur ein Trip, jetzt gerade mal. Was ich auch an eurer Stelle machen würde, ihr erstellt quasi eine Excel-Tabelle, die sieht dann irgendwie so aus. Ich bastel die hier mal rein, ich lösche das gleich wieder. Und dann würde ich, also was ich faktisch machen würde, ist, glaube ich, würde einen Kalender-Export machen. Ich führe meinen Kalender online und dann schreibe ich hier überall das Datum rein. Keine Ahnung, hier, ich war am 3.1.2023 unterwegs. Und dann würde ich irgendwie sowas Start, Ende. Also da gibt es keine vorgeschriebenes Format, wie ihr gerade schon offensichtlich seht. Und wenn ich da um 8 Uhr die Haustür verlassen habe und ich bin wieder zurückgekommen um 18 Uhr, also nicht mal besonders lange, dann habe ich hier die Dauer und dann habe ich hier 10 Stunden. Das macht eine Verpflegungsmehraufwandspauschale von 14 Euro. Das kann man natürlich alles schöner machen. Was ich noch reinschreiben würde, das war jetzt der Grund und das habe ich woanders gedreht und gut ist. Dann ist das quasi mein Nachweis für meine Außerhaustermine. Warum ist es wichtig, das so zu schreiben? Auch sowas wird natürlich im Zweifel in der Betriebsprüfung in 8 Jahren mal vom Finanzamt kontrolliert. Stimmt das eigentlich? Und auch hier an der Stelle, ihr könnt das natürlich so erfassen. Ihr müsst dann natürlich aber auch den Nachweis, dass das tatsächlich stattgefunden hat, irgendwie erbringen können. Den müsst ihr auch nicht im Voraus allen Gehorsam quasi erbringen. Was ihr aber machen solltet, ist die Informationen parat zu haben. Was ich zum Beispiel habe, ich archiviere alle meine E-Mails, empfehle ich sowieso jedem. Ich archiviere meinen Kalender und kann, wenn jetzt das Finanzamt in der Betriebsprüfung in 6 Jahren Nachweis sehen möchte, dass ich tatsächlich so lange unterwegs war, dann kann ich das Ganze untermauern und nachweisen. Das kann man auch mit Zugtickets machen beispielsweise. Wenn ihr auf eine Messe gegangen seid, auf ein Seminar wart, dann gibt es ganz häufig so Anwesenheitsgeschichten und so weiter. Das heißt, unterschreibt das, dann habt ihr da einen Grund und habt einen Nachweis. Das heißt, ihr braucht quasi Nachweis. Das ist jetzt wirklich das Rudimentärste. Ihr braucht natürlich die ganzen Informationen, das in 8 Jahren im Zweifel auch noch einen Betriebsprüfer nachweisen zu können. Was ich dann machen würde, lädt ihr das einfach runter. Dann habt ihr nämlich einen Beleg für eure Buchhaltung. Und dann könnt ihr hingehen, das ist nicht so wichtig, ihr könnt ihr hier gehen und sagen, Verpflegungsmehraufwand, Mitarbeiter, hier Reisekosten, Unternehmer, Verpflegungsmehraufwand. Ihr habt keinen Vorsteuerabzug, natürlich nicht, ist ja auch nur eine Pauschale und könnt halt jetzt 14 Euro reinschreiben. Das ist ehrlicherweise das, wie ich es machen würde. Ah, wichtiger Punkt noch, das jetzt nicht einfach nur speichern und weg, sondern hier solltet ihr reinschreiben, wurde bereits privat bezahlt, weil ja keine tatsächlichen Kosten entstanden sind. Weil, wisst ihr, sonst habt ihr das als offene Position ständig bei LexOffice stehen und jedes Mal, wenn ein Bankkontoabgang mit dem Betrag ist, dann kriege ich das ständig vorgeschlagen.
sagen, sondern ihr geht hier rein und sagt, wurde bereits privat bezahlt und dann ist das quasi berücksichtigt. Wichtig, das Zahlungsdatum sollte denn nicht heute sein, sondern sollte, was ich rein praktisch tue, ich nehme immer den Ende, den letzten Tag des letzten Jahres für diese Tabelle. Warum ist das wichtig? Weil bei der Einnahmenüberschussrechnung das Zufluss-Abfluss-Prinzip gilt. Das heißt, wenn ihr für die Buchhaltung diese Ausgabe noch nicht im letzten Jahr getätigt habt, also die Zahlung getätigt habt, was bei einer Pauschale nicht so viel Sinn ergibt, aber so ist die Logik der Software, dann wird das im letzten Jahr berücksichtigt. Wenn ich jetzt einfach hier das heutige Datum eingeben würde, dann berücksichtigt er das nämlich nicht für letztes Jahr, sondern für dieses Jahr, was doof wäre, weil ich möchte das Ganze ja letztes Jahr schon mal noch ansetzen. So würde ich Verpflegungsmehraufwand dokumentieren. Für die Homeoffice-Pauschale macht ihr dann einfach genau das Gleiche. Das heißt, ihr erstellt eine Tabelle. Auch da nehme ich ganz häufig den Kalender als Grundlage. Und die Tage, an denen ich nicht unterwegs war, war ich dann ja wohl wahrscheinlich zu Hause. Und dann setze ich die Homeoffice-Pauschale an. Das heißt, unterm Strich muss ich ehrlicherweise sagen, ich gehe meinen Kalender durch und habe fast immer eine Pauschale für einen Tag. Und einfach nur, um euch mal vor Augen zu halten, was das Ganze ausmacht. Verpflegungsmehraufwand, 14 Euro pro Tag. Was ist man so unterwegs? Man ist doch bestimmt irgendwie mal 60, es kommt natürlich sehr extrem aufs Geschäftsmodell an. Aber wenn ich davon ausgehe, ich habe 60 Tage die 14 Euro, habe ich 840 Euro als Verpflegungsmehraufwand. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe 60 Euro, 200 Tage gearbeitet, habe ich an 140 Tagen habe ich zu Hause gearbeitet, das sind dann mal 6, dann habe ich, das war keine Absicht, genauso viel. und dann habe ich einfach Betriebsausgaben, die ich ja gar nicht tatsächlich haben muss, sondern das nur Pauschalen sind, in Höhe von 1.680 Euro. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass mein Steuersatz bei 40% liegt, dann ist das eine Steuersparnis für diese beiden pauschalen Arten von 672 Euro, die ich weniger Steuern zahlen muss. Und das lohnt die Arbeit, um es mal so zu sagen. So, das ist quasi mehr Verpflegungsmehraufwand und Homeoffice-Pauschale. Die solltet ihr, genauso wie ich gezeigt habe, dann einfach hier als Beleg hochladen. Ihr habt auch, das muss ich mal gucken, wie es hier gelöst ist. Ah, das war falsch. Wenn ihr hier die Tabelle habt für eure Homeoffice, für euer Homeoffice, dann ist es Arbeitsplatz, Homeoffice. Arbeitszimmer, Anschaffung, Bewirtungskosten, Gehälter, Löhne, Material. In einigen Buchhaltungsprogrammen ist Homeoffice Pauschale separates Bankkonto, Rechnungsbuchungskonto, Kategorie steht hier, Buchungskonto heißt es meistens. Wenn es nicht ist, dann nehmt ihr einfach Raumkosten. Hier Raumkosten, Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter. Das ist das, was ihr nehmt, wenn die Homeoffice-Pauschale nicht separat irgendwie als Konto angelegt ist. Ist vielleicht auch noch mal ein kleines Thema. Die Buchungskonten sind alle nicht so dramatisch. Die Buchungskonten, also wir sehen sie ja quasi alle hier. Das juckt das Finanzamt in der Regel gar nicht. Weil ganz ehrlich, das Finanzamt interessiert sich genau dafür. Ermittlung des Gewinns. Und zwar der gesamte Umsatz minus die Betriebsausgaben ist der Gewinn und darauf zahlt ihr dann Steuern. Dem Finanzamt ist es ehrlicherweise für die Berechnung vollkommen egal, ob ihr was als Fortbildungskosten oder Rechts- und Steuerberatungs- oder Buchführungskosten gebucht habt. Okay, das ist noch einigermaßen einfach auseinanderzuhalten. Manchmal ist es aber relativ schwierig, wenn ihr, keine Ahnung, Gebühren und Beiträge habt für Berufsverbände und ihr seid dafür da drin Mitglied, um Kunden zu akquirieren. Ist es denn Marketing oder ist es eine Gebühr? Und ist eine Webseite eigentlich Telekommunikation oder ist das Werbung? Es ist egal. Es führt steuerlich nämlich zu keinen Unterschieden. Schreibt es da rein, wo ihr das lieber habt, wo euch das persönlich besser passt. Es wird nie eine Strafe oder nicht mal eine kritische Nachfrage dafür geben. Das Einzige, was ich euch sagen könnte oder meine Anregung wäre, dass ihr das nicht ständig wechselt. Das heißt, wenn ihr einmal, keine Ahnung, eine Webseite als Aufwendung für Telekommunikation gebucht habt, dann
macht das bitte immer. Also euer Webhosting beispielsweise. Einfach Telekommunikation, lässt sich argumentieren, einfach hier reinschreiben. Und dann bitte nächstes Jahr auch wieder. Weil sonst habt ihr ganz viele Sprünge in den Positionen. Und das führt dann dazu, dass das Finanzamt halt relativ zügig mal nachfragt, warum das so gemacht worden ist oder dass man denn das nachweisen soll. Und diese ganzen Fragen kann man vermeiden, indem die EÜR relativ konstant ist, um es mal so zu sagen. So, wir haben jetzt hypothetisch Verpflegungsmehraufwand und Homeoffice-Pauschale beides zusammengesammelt aus dem Kalender, haben da eine Excel-Tabelle gebaut, haben das runtergeladen, haben das in unserem Buchhaltungsprogramm hochgeladen und haben das gebucht und haben dadurch, Gott sei Dank, dass die Buchhaltung ein wenig, also das Ergebnis, den Gewinn ein wenig reduziert. Der nächste Punkt, ich schiebe die Checkliste mal ein bisschen um. Der nächste Punkt sind zwei Punkte. Und zwar sind es nicht abziehbare Betriebsausgaben. Und zwar Betriebsausgaben, die man unter Umständen hat. Und zwar, was es unter Umständen ja geben könnte, ist, dass ihr eurem Geschäftspartner Geschenke macht. Sollte vorkommen, dass man seinen Geschäftspartnern Geschenke macht. Und zwar gehen wir hier noch einmal in LexOffice rein, Einnahmenüberschussrechnung. Nehmen das letzte Jahr. Und das ist super ätzend. Ihr dürft nämlich nur, ihr dürft euren Geschäftspartnern Geschenke machen, ihr dürft die aber nur abziehen oder als Betriebsausgabe erfassen, also den Einkauf natürlich, wenn ihr eurem Geschäftspartner nicht mehr als letztes Jahr 35 Euro schenkt. Das heißt, pro Geschäftspartner, pro Mensch, pro Jahr nicht mehr als 35 Euro Einkaufswert. Das heißt, wenn ihr, keine Ahnung, einen Blumenstrauß zum Geburtstag und zu Weihnachten eine Packung Pralinen kauft und jetzt hat beides jeweils 20 Euro gekostet, dann führt das dazu, dass ihr diesem Geschäftspartner in einem Kalenderjahr 40 Euro an Geschenken gemacht habt und das führt dann dazu, dass ihr das nicht mehr absetzen könnt. Gar nicht. Null. Auch nicht mehr rückwirkend den Blumenstrauß, sondern dann könnt ihr sämtliche Geschenke an diesen Geschäftspartner nicht mehr als Betriebsausgabe berücksichtigen. Das ist super dämlich. Es ist eine wahnsinnig dämliche Regelung. Und der Gesetzgeber hat das dieses Jahr im Wachstumschancengesetz geändert. Und ich dachte, yes, endlich sehen sie es ein, dass das super dämlich ist, dass ich irgendwann im Dezember mit dem Weihnachtsgeschenk dafür sorge, dass ich irgendwie Betriebsausgaben, die ich ja schon berücksichtigt habe, im Februar nicht mehr absetzen kann. Nee, was macht der Gesetzgeber? Er erhöht einfach nur die Grenze von 35 auf 50 Euro. Wie wäre es, wenn ihr generell aufhört, so einen Scheiß, wenn ihr einfach nur so die Scheißregelung und diese unlogische Regelung abschaffen würdet? Wurde sie nicht. Deswegen, ihr könnt nur Geschenke an Geschäftspartner absetzen für letztes Jahr, also 2023, bis 35 Euro, in diesem Jahr bis 50 Euro und alles, was darüber hinausgeht, also immer dann, wenn ein Geschäftspartner Geschenke in Höhe mit mehr Wert bekommt, führt es dazu, dass ihr sämtliche Geschenke an diesen Geschäftspartner nicht mehr absetzen könnt. Und das müsst ihr umbuchen. Das müsst ihr halt einmal euch einen Überblick verschaffen. Und wenn, dann müsst ihr das umbuchen. Das heißt, dann müsst ihr habt das ja, keine Ahnung, zu Geburtstag im Juni einmal 20 Euro Blumenstrauß geschenkt, dann zu Weihnachten nochmal 20 Euro Pralinen und dann führt das dazu, dass das nicht mehr Geschenke abziehbar sind, sondern Geschenke nicht mehr abziehbar. Und dann müsst ihr das quasi hier rausrechnen, also die Buchung stornieren oder rückgängig machen und in Geschenke nicht abziehbar umbuchen. Das ist wahnsinnig dämlich, muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich aber nicht ändern. Ich erkläre euch ja nur, wie die Steuerwelt funktioniert. Ich bin dafür ja nicht verantwortlich. Ich habe dafür, weil das ist wirklich ein bisschen nervig, wenn man so Geschenke macht, eine Vorlage gebastelt. Und zwar sieht die jetzt auch, die sieht nicht so besonders kompliziert aus, ehrlicherweise. Aber sie sieht so aus. Und da könnt ihr reinschreiben, welchem Geschäftspartner ihr welche Geschenke gemacht habt, dass ihr das für euch dokumentiert habt. Wenn ihr das dann regelmäßig macht, ich muss ehrlicherweise sagen, ich schenke meinen Geschäftspartner nicht. Nein, ich habe das nicht so häufig. Es gibt relativ viele, die so Kleinigkeiten halt mal machen und so. Wenn ihr das nicht habt, auch gut. Bewirtungskosten wollte ich noch einmal kurz mit euch besprechen. Und zwar, vielleicht schauen wir uns noch mal was anderes an. Eine schöne Funktion, die es gibt bei LexOffice zum Beispiel. Für diejenigen übrigens natürlich, die ein Buchhaltungsprogramm suchen. Ich glaube, ihr findet in der Videobeschreibung sowohl zu Accountable als auch zu LexOffice als auch zu Safdesk Codes, mit denen ihr spart.
Das ist zumindest immer mein höchstes Anliegen. Immer wenn jemand irgendwie irgendwas von mir möchte, ein Video, ein Tutorial oder so, sage ich, ich brauche Discounts. Genau, wir haben Bewirtungskosten. Und zwar ist es folgendermaßen. Ihr könnt von den Bewirtungskosten, also was ihr nicht absetzen könnt, euer eigenes Essen. Das heißt, wenn ihr alleine unterwegs seid, euch irgendwo an der Imbissbude, beim Dönermann, Currywurst oder auch wenn ihr irgendwas Gesundes esst, dann dürft ihr das nicht absetzen. Geht nicht. Keine Ausnahme. Was ihr stattdessen machen könnt, ist diese Verpflegungs- und Mehraufwandspauschale. Die haben wir ja schon besprochen. Was ihr on top machen könnt, also oder was ihr absetzen könnt, ist, wenn ihr Geschäftspartner zum Essen einlädt. Dann kannst du die Geschäftspartner, auch hier wieder Lieferanten, Dienstleister, Kunden, potenzielle Kunden, alle kannst du theoretisch zum Essen einladen und kannst diese Bewirtung dann absetzen, wenn es einen geschäftlichen Zweck hat. Und dafür müsst ihr einen Bewirtungsbeleg ausfüllen. Das habt ihr hoffentlich alle schon mal gehört. Das ist die Verlängerung vom Kassenbon von einem Restaurant, wo man noch so den Namen der bewirteten Person, den Anlass und so weiter reinschreiben soll. Darauf möchte ich nicht so vertieft eingehen, findet ihr Videos auf diesem Kanal zu. Wichtig ist, ihr könnt 19% Vorsteuer euch wiederholen aus diesen Bewirtungskosten. Komplett könnt ihr euch das wiederholen. Was ihr nicht absetzen könnt, sind 30%. Da wird nämlich pauschal gesagt, ihr könnt 70% absetzen und 30% nicht. Weil der Gesetzgeber sagt, ein Bewirtungsanlass ist zwar auch Spaß und Bewirtung und hat einen Unternehmenszweck, aber du bist auch satt. Und satt werden ist Privatvergnügen. Und deswegen ist 30% pauschal gesagt, 30% ist Privatvergnügen und deswegen dürft ihr pauschal 30% nicht absetzen. Punkt. Und übrigens, wenn ihr hier die Einnahmenüberschussrechnung seht, dann seht ihr hier tatsächlich auch immer direkt, seht ihr die Buchung. Das wollte ich eigentlich zeigen. Das heißt, ihr könnt da jetzt direkt den Beleg öffnen. Ich habe dummerweise keinen Beleg hochgeladen, weil es alles eine ausgedachte Buchhaltung ist. Aber ihr seht mal, was hier passiert ist. Und zwar habt ihr Bewirtungskosten mit 19% Vorsteuer, ihr habt Bewirtungskosten ohne Vorsteuer. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, das vergessen ganz viele. Ihr könnt nämlich das Trinkgeld, was ihr gebt, auch von der Steuer absetzen. Aber das Trinkgeld ist natürlich ohne Umsatzsteuer. Das heißt, ich habe Bewirtungskosten mit 19%, die kann ich absetzen. Ich habe Bewirtungskosten ohne 19%, das ist das Trinkgeld. 70% des Trinkgeldes abgezogen, absetzbar. Und dann kannst du 30% von den Bewirtungskosten und 30% vom Trinkgeld nicht von der Steuer absetzen. Deswegen sollte auch bitte das Trinkgeld auf den Kassenbon per Hand so draufgeschrieben werden. Dann könnt ihr das Trinkgeld nämlich auch absetzen. Das müsst ihr zumindest einmal checken, ob das bei euch so quasi aussieht. Das ist ein absoluter Selbstläufer, Ärger beim Finanzamt zu bekommen, wenn ihr hier keine Aufteilung habt. Weil das kann jeder Mensch kann schauen, ob das 30% sind und das 70% sind. Das muss quasi immer so sein. Und wenn das nicht so ist, dann wird euch das Finanzamt das automatisch rechts und links um die Ohren hauen. Das war es eigentlich auch schon. Ihr müsst das einmal überprüfen. Es gibt einige Buchhaltungsprogramme, die das nicht machen. Das heißt, da bucht ihr unterjährig Bewirtungskosten und müsst dann am Jahresende 30% umbuchen. Das könnt ihr dann tatsächlich, wenn das nicht im Buchhaltungsprogramm geht, auch einfach hier. Also ihr könnt hier die Zahl runternehmen, da draufpacken auf nicht abziehbar und dann ist gut. Aber ihr solltet da zumindest mal einen Blick drauf werfen. Was ihr machen solltet, und da kommen wir jetzt ein kleines bisschen zu den Themen, die so ein bisschen mehr tricky sind. Und zwar deswegen tricky, weil sie in keinem Online-Buchhaltungsprogramm vernünftig funktionieren. Also es funktioniert nicht in LexOffice, es funktioniert nicht in Safdesk, es funktioniert meines Wissens in Accountable auch nicht richtig. Und zwar das ganze Thema Abschreibung. Und zwar Anlagenbuchhaltung. Findet ihr in LexOffice hier bei Buchhaltung unter Anlagen. Ihr habt ja irgendwann mal vielleicht Firmen-Equipment gekauft. Quasi in eurer Buchhaltung habt ihr Anschaffungen getätigt. Anschaffungen, also Anlagevermögen nennt sich das Ganze. Anlagevermögen, die Definition ist, das sind Wirtschaftsgüter, die dazu gedacht sind, dauerhaft dem Betrieb zu dienen. Das heißt, Dinge, die ihr nicht nur einmal benutzt, verwendet und dann sind sie verbraucht, sondern Dinge, die halt
für einen längeren Zeitraum gedacht sind. Und, ganz, ganz wichtig, über 800 Euro netto gekostet haben. Ach, das Einfachste ist wahrscheinlich einfach ein Handy. Wenn ihr ein Handy gekauft habt und das kostet 700 Euro plus Umsatzsteuer, dann müsst ihr das nicht abschreiben. Dann könnt ihr das einfach sofort einfach buchen und sofort abschreiben sozusagen. Als geringwertige Wirtschaftsgüter könnt ihr einfach buchen und weg ist. Dann gibt es aber Anschaffungen, Anlagevermögen, die so ein bisschen teurer sind. Ich habe jetzt in meinem Beispiel zwei gehabt. Und zwar habe ich ja einmal eine Kamera gekauft für 1.382,18 € netto. Und die habe ich mir angeschafft und die schreibe ich jetzt linear ab. Linear ab heißt jeden Monat einen gleichen Betrag für 7 Jahre, weil das steht in der sogenannten Abschreibungstabelle oder Absetzung für Abnutzung-Tabelle, AFA. Das heißt, AFA-Tabelle könnt ihr einfach mal googeln. Da findet ihr auf dem Bundesministerium der Finanzen ganz viele Tabellen. Und diese Tabellen, da findet ihr dann zigtausend Wirtschaftsgüter. Na gut, so viele nicht, aber es gibt tatsächlich noch weitere Tabellen. Wenn ihr auf die Seite einfach geht und ein bisschen weiter runter scrollt, dann findet ihr hier nämlich noch ganz viele Tabellen, die alle wahnsinnig lang sind. Und ihr könnt hier jetzt zum Beispiel in dieser Tabelle mal suchen, Mobilfunkendgerät muss 5 Jahre lang abgeschrieben werden. So ein schönes iPhone muss 5 Jahre abgeschrieben werden, wenn es über 800 Euro kostet. Aber da iPhones teuer sind, kosten die in der Regel auch über 800 Euro. Und dann bucht ihr das quasi ins Anlagevermögen. Das ist grundsätzlich erstmal kein Problem. So eine Kamera, da steht in der Tabelle 7 Jahre, das heißt, ihr teilt das 7 Jahre auf. Und das macht tatsächlich LexOffice auch ganz gut. Also das reine Erfassen. Das heißt, da gehst du rein, das öffnet sich automatisch, wenn man quasi ein Buchungskonto erfasst, was ein Anlagekonto ist. Das ist jetzt Betriebs- und Geschäftsausstattung, dann öffnet sich automatisch so ein Pop-up, der einem sagt, hier, Achtung, das ist ein Anlagegut und dann sucht man die Abschreibungsdauer und dann wird das automatisch berücksichtigt. Das sieht man hier übrigens auch immer, wenn ich die dieses Jahr anschaue, dann habe ich ja irgendwelche Kosten hier schon jeden Monat drin. Dabei habe ich in diesem Jahr noch gar keine Buchhaltung gemacht. Und der einzige Grund, was steht denn da drin? Das sind Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, nämlich meine Sony Alpha 7. Die steht hier schon drin. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, Computer und Laptops müssen nicht mehr abgeschrieben werden. Gar nicht. Die könnt ihr sofort einfach in den Aufwand buchen. Das heißt, hier MacBook Pro auch kostet auch relativ viel. 1.847,90 € muss gar nicht abgeschrieben werden. Also Sofortabschreibung im Oktober 2023. Das heißt, egal wie teuer es ist. Das heißt, wenn ihr so ein High-End Riesenrechner für 10.000 Euro kauft, könnt ihr sofort trotzdem in den Aufwand buchen. Gar kein Problem. Bildschirme auch sofort. Ich glaube, das können wir mal gucken. Computer und Zubehör heißt das. Wenn wir hier nachgucken, steht das sogar auch. Neue Nutzungsdauer verfügbar. Nutzungsdauer von Computer, Hardware und Software wurde rückwirkend zum 1. Januar 2021 von 3 Jahre auf 1 Jahr verkürzt. Und jetzt kann man das halt, man kann es freiwillig auch 3 Jahre abschreiben, ergibt wenig Sinn. Genau, aber deswegen Computerbildschirme auch. Die kann man sofort abschreiben. Auch spannende Frage, was ist eigentlich, wenn man sich das Handy mit Vertrag geholt hat und wenn das dann gar nicht so teuer war, dann kannst du es trotzdem sofort abschreiben. Also es ist die 800-Euro-Grenze, wenn das jetzt irgendwie umgelegt ist und so weiter. Wichtig ist nur, das muss dann wirklich im Vertrag drin sein. Wenn das kein Vertrag ist, sondern nur eine Finanzierung ist, dann funktioniert das Ganze nochmal anders, weil dann hast du das Handy ja trotzdem einmal gekauft und dann finanzierst du das Handy. Wenn das aber quasi einfach ein Incentive war, dass du einen teuren Vertrag nimmst, das ist ja der Grund, dann guckst du einfach auf den Preis. Aber wenn das eine Finanzierung ist, dann schaffst du das tatsächlich einfach, dann schaffst du es trotzdem an, aktivierst es trotzdem, schreibst es trotzdem ab und kannst dann die Tilgungsraten oder die Zinsen und dann kannst du die Zinsen und die Abschreibung jeweils absetzen. Wenn es aber tatsächlich, wie es ja in den meisten Fällen der Fall ist, dass man einfach einen Vertrag hat und das Handy kriegt man dann für 1 € oder so, das ist aber nicht separat als Darlehen ausgewiesen ist, dann kannst du das einfach sofort auch in den Aufwand buchen. So, soweit, so gut. Was ihr hier natürlich machen solltet, auch aus einem ganz einfachen Grund machen solltet, ihr müsst nämlich, und das schauen wir uns, vielleicht schauen wir uns das direkt einfach mal an, wir wollen am Ende hier die Anlage-EUR ausfüllen. Und wenn man die Anlage-EUR ausfüllt und hier mal reinklickt, dann sieht man, hier gibt es auch Anlagen. Und eine Anlage, die ihr fast alle ausfüllen müsst, ist die Anlage AVEUR. AVEUR steht für Anlagevermögen
EÜR. Das heißt, das Anlagevermögen muss sauber erfasst sein, weil ihr dazu tatsächlich eine separate Anlage abgeben müsst. Deswegen ist das Anlagevermögen wichtig. Und was ihr hier natürlich schauen solltet, ist erstens, existiert das eigentlich noch? Weil ihr habt jetzt zum Beispiel eine Sony Alpha irgendwas drinstehen, 7 Jahre, das ist ehrlicherweise recht viel. Oder wenn ich hier reingehe und mein Mobilfunk-Endgerät anschaue, 5 Jahre, na Halleluja. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal bei mir ein Handy 5 Jahre gehalten hat. Das war Nokia 3310 oder so. Alle Handys danach hatte ich deutlich kürzer als 5 Jahre. Und das passiert natürlich auch regelmäßig. Das heißt, was man da dann machen kann, man kann hingehen und wenn jetzt die Sony Alpha, wenn das jetzt mein neues Handy wäre, dann könnte ich sagen, Abschreibung beenden. Und dann sage ich hier, beendet im Dezember 2023 beispielsweise. Und dann sage ich, ist halt kaputt. Weil das ist faktisch das, was bei mir passiert. Es ist halt häufig einfach kaputt oder verloren gegangen oder sonst was. Aber ganz häufig benutze ich mein Handy nicht so lange. Ich habe hier neben mir im Regal einen ganzen Stapel an Handys, die alle irgendwie mal runtergefallen sind und dann sind sie halt nichts mehr wert. Das ist halt das ist halt ein bisschen, dann kann man das quasi beenden und dann wird das Ganze auf Null gesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Handy 1.000 Euro gekauft habe und ich habe es bisher 400 Euro abgeschrieben und dann beende ich das hier, dann bucht er quasi den Restbuchwert, also das, was da noch in der Buchhaltung steht, setzt das einfach auf Null. Das Ganze macht man auch, wenn man es verkauft hat, wenn es geklaut, verloren, was auch immer, oder tatsächlich, wenn man jetzt sagt, ich benutze es ausschließlich privat. Weil das passiert natürlich auch so, das ist auch, ich würde mal sagen, in ganz vielen Familien üblich, dass man so einen gewissen Durchlauf hat. Dann kauft sich erst der eine, also eine Elternteil das Handy und dann kriegen das irgendwann die Kinder und dann das zweite Kind und so weiter. Und dann ist es später nur noch für YouTube-Kids da. Das passiert ja auch. Und auch dann muss man es aus der Buchhaltung rausnehmen. Soweit, so gut. Und soweit auch der Standard. So sollte das passieren. Es gibt aber bei Investitionen auch die Möglichkeit, sehr bewusst, sehr gestaltend tätig zu werden. Und da möchte ich auf 2 Dinge eingehen. Und da kommen wir zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, das machen die halt leider wahnsinnig schlecht, diese Buchhaltungsprogramme, weil es diese Funktionalität einfach nicht gibt. Und zwar, was spannend ist, sind 2 Dinge. Und zwar Sonderabschreibungen. Sonderabschreibung. Mit der Sonderabschreibung könnt ihr quasi einmalig zu Zeitpunkt der Anschaffung 40% extra abschreiben. Das heißt, ihr könnt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine hier Sony Alpha gekauft habe, die 1.400 Euro gekostet hat, dann kann ich quasi im Jahr der Anschaffung einmalig bis zu 40% Sonderabschreiben. Das heißt, ich muss nicht nur diese 198 Euro abschreiben, sondern ich könnte nochmal 40% extra abschreiben. Und das sind bei, einmal Taschenrechner rausholen, das sind 40% von 1.400 Euro. Oh, das hätte ich vielleicht doch noch im Kopf bekommen. 560 Euro könntet ihr einmalig abschreiben, extra, on top. Und könnt das dann natürlich von der Steuer reduzieren und dann zahlt ihr weniger Steuern. Das heißt, ihr könntet theoretisch nochmal erheblich mehr abschreiben, über die Sonderabschreibung. Das ist so eine steuerliche Gestaltungsmöglichkeit. Da gibt es ein paar Voraussetzungen. Wie gesagt, gibt es ein Video bei mir auf dem Kanal. Das könnt ihr gut machen. Funktioniert aber leider weder bei Safdesk, noch bei LexOffice, noch bei irgendwelchen anderen Online-Buchhaltungsprogrammen. Das heißt, diese Sonderabschreibung müsstet ihr dann tatsächlich hier machen. In Excel, quasi so eine Übergangsrechnung. Und hier gibt es tatsächlich auch die Position, ich suche einmal, Sonderabschreibung, hier, Sonderabschreibung nach § 7b, ja, 7g meine ich, 7g Absatz 5 und 6 Einkommensteuergesetz. Das heißt, hier könntet ihr Sonderabschreibungen geltend machen, bis zu 40% der Anschaffungskosten. Was eigentlich noch krasser ist, ist der andere Punkt, und zwar Investitionsabzugsbetrag. Und zwar seid ihr jetzt ja irgendwo so, ihr seid bis hierhin durch, das ist ja schon relativ weit. Das heißt, ihr wisst jetzt ganz grob ungefähr, wo steht ihr eigentlich so mit eurem Gewinn. Das heißt, 34.000 Euro. Wenn ihr jetzt denkt, scheiße, jetzt habe ich ein Problem, 34.000 Euro ist viel mehr, als ich dachte. Und ich muss jetzt richtig Fettsteuern bezahlen. Das geht ja gar nicht, weil ich doch nächstes Jahr ein neues Auto kaufen wollte. Das ist denn doof.
um es mal so zu sagen. Und jetzt kommt eine Regelung ins Spiel, die ist fantastisch. Und diese Regelung heißt Investitionsabzugsbetrag. Auch dazu findet ihr übrigens ein vertiefendes Video auf diesem Kanal. Es lohnt sich übrigens, jetzt sind wir wieder ein paar mehr gerade, es lohnt sich, diesen Kanal zu abonnieren, weil wir haben sehr viele Videos online. Ich habe keine Ahnung, wie viele. 600, 700, irgendwie so. Und es kommen regelmäßig neue, wo ich zum Beispiel den Investitionsabzugsbetrag erkläre. Was macht dieser Investitionsabzugsbetrag? Ich kann mit dem Investitionsabzugsbetrag schon Investitionen abschreiben. Wir gucken uns das an. Wir machen hier einfach mal einen auf faul. Investitionsabzugsbetrag. Wir können Dinge abschreiben, die ich noch gar nicht angeschafft habe, sondern die ich erst nächstes, übernächstes oder sogar in 3 Jahren anschaffen möchte. Hier, Investitionsabzugsbetrag bis zu 50% der Investitionskosten kann ich absetzen. Das ist krank, um es mal so zu sagen. Das macht richtig Spaß. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ihr müsst einen IAB-Investitionsabzugsbetrag, hier steht gerade Frage, Anschaffungskosten ist Ersteinrichtung des Büros. Zum Beispiel, du möchtest dich selbstständig oder du möchtest das Ding machen. Wichtig ist, müssen bewegliche Wirtschaftsgüter sein. Mit Immobilien geht das nicht. Also deswegen guckt gerne mal das andere Video an oder auch gerne den Artikel. Also Haufe ist eine ganz gute Quelle. Haufe, es ist ein bisschen fachlich geschrieben, deswegen vielleicht nicht für jeden das Einfachste zu lesen. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, ich möchte gerne, was für ein Auto soll ich mir denn nächstes Jahr mal kaufen? Ich kaufe mir auch ein gebrauchtes, ich bin ja kostenbewusst. Mobile.de. Audi R8, natürlich, deswegen, weil ich kostenbewusst bin. Ich mache es anders. Ich mache ein Audi R8 als Firmenwagen, klar. So, mache ich so. Ich möchte vor allen Dingen die Listings sehen. Was soll denn das hier? Angebote vergleichen. Ich möchte ein Audi R8. Hier, ich möchte auch nicht zu viel. Es soll kein Autocontent werden. Trabi, ja, andere Möglichkeit. Nächstes Mal. Ich möchte diesen Audi R8 als Firmenwagen kaufen. Nächstes Jahr. Vielleicht auch erst übernächstes Jahr. Vielleicht sogar erst in 3 Jahren. Was ich jetzt machen könnte, ich könnte, weil ich ja vorhabe, hier. Muss ich noch mal kurz schauen, habe ich einen Vorsteuerabzug? Also hier wäre ja der Bruttobetrag. Ich hätte ja einen Vorsteuerabzug, wenn ich es als Unternehmen kaufe. Wahrscheinlich. Ich gehe einmal davon aus, das ist ein Bruttobetrag, das heißt 46.000 Euro. Was ich jetzt machen kann, tatsächlich, ungelogen, ich gehe jetzt hin und bilde einen Investitionsabzugsbetrag, weil ich dieses Auto in 3 Jahren kaufen möchte. Und zwar bis zu 50% kann ich bilden. Das heißt, ich kann jetzt von diesen 46.000 Euro jetzt schon 23.000 Euro einfach heute in die Buchhaltung packen. Als Abschreibung. Und wenn ich jetzt 23.000 Euro in die Buchhaltung packe und die von meinem steuerpflichtigen Gewinn runternehme, dann bleibt nicht mehr so viel. Dann bleibt nämlich noch 11.000 Euro Gewinn und muss dann noch diese 11.000 Euro versteuern, was natürlich signifikant weniger ist, als wenn ich dieses 34.000 Euro versteuern muss. Und das Einzige, was ich dafür tun muss, ich muss das einmal auflisten, was möchte ich eigentlich genau anschaffen. Ich muss dokumentieren, wie ich auf diesen Preis komme. Das mache ich halt einfach, indem ich einen Screenshot mache und sage, das ist meine Berechnungsgrundlage und deswegen bilde ich einen Investitionsabzugsbetrag. Und das können wir uns einmal ganz kurz anschauen. Ermittlung des Gewinns und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, quasi, klar, jetzt ist einmal Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben. Jetzt habt ihr quasi aber abseits davon die Möglichkeit, hier Investitionsabzugsbeträge einzutragen. Gut, das ist jetzt aufgrund Corona-Pandemie. Achso, aufgrund Corona-Pandemie, während Corona ging es, glaube ich, bis zu 5 Jahre sogar. Aber ihr seht hier, die sind die ganzen Investitionsabzugsbeträge. Ihr müsst wirklich genau schreiben, wann wollt ihr es anschaffen, wie viel wollt ihr ausgeben und so weiter. Und müsst dann die einzelnen Wirtschaftsgüter quasi angeben. Hier abzüglich Investitionsabzugsbeträge und so weiter. Und da müsstet ihr dann tatsächlich das ausführlich reinschreiben, was ihr anschaffen wollt. Und solltet das dann auch genau dokumentieren. Hier dieses ganze Hinzurechnung zu Investitionsabzugsbeträge ist jetzt ja zum Beispiel so, wenn ich den kaufe und der kostet nächstes Jahr viel weniger oder ich sage nächstes Jahr, ey, was war das für eine blöde Idee, nur weil jemand im Chat geschrieben hat, dass ich ein Auto für 46.000 Euro kaufen soll, das ist ja voll die doofe Idee und ich entscheide mich nächstes Jahr wieder dagegen, dann muss ich tatsächlich diesen Investitionsabzugsbetrag auflösen. Und das sind diese ganzen Positionen, die man hier sieht mit Hinzurechnung und so weiter. Das heißt, wenn ich aus 2020 theoretisch einen Investitionsabzugsbetrag gebildet habe und jetzt aber nie was angeschafft habe,
dann muss ich den wieder quasi zu meinem Gewinn hinzurechnen. Das heißt, ich verschiebe damit dann die Steuer so ein bisschen in die Zukunft. In dem Jahr, in dem ich den IAB gebildet habe, zahle ich halt weniger Steuern, in der Zukunft dann halt entsprechend mehr. Und deswegen müsste man, und das wird man in den nächsten Jahren dann irgendwann sehen, Hinzurechnungen der Investitionsabzugsbeträge 2023 gibt es halt heute noch nicht. Welche Überraschung, weil wir machen ja erst die Steuererklärung für 2023. Das heißt, genau, hier Investitionsabzugsbetrag Feld 88 wäre das, wo ich jetzt hier mein Audi R8 war das, ne, reinschreibe und wo ich das Ganze dann den IAB quasi berücksichtigen könnte. Und der würde dann hier meinen Gewinn reduzieren. Und das kann ich nicht machen im Buchhaltungsprogramm. Das kann ich dann halt nur machen beim Übertragen aus den Daten aus dem Buchhaltungsprogramm hier rein. Aber das ist natürlich eine riesengroßes Möglichkeit, hier Steuern zu sparen. Und jetzt komme ich mal einmal zu der Frage, die vorhin aufgetaucht ist. Das klingt so ein bisschen wie so ein Glitch. Das klingt irgendwie fast illegal. Es gibt eine Definition, du musst dieses angeschaffte Wirtschaftsgut zu mehr als 90% betrieblich nutzen, in dem ersten Jahr und im zweiten Jahr. Und das ist bei Firmenwagen relativ selten der Fall, ehrlicherweise. Deswegen ist es mit Autos nur in Ausnahmefällen möglich, wenn ihr wirklich das Auto mehr als 90% für eure Selbstständigkeit benutzt. Aber es ist natürlich für Büroeinrichtungen, war ja auch als Beispiel, das ist ein deutlich häufigeres Beispiel. Oder ein Laptop oder ein Schreibtisch, ein Bürostuhl. All den ganzen Kram, dafür könnt ihr Investitionsabzugsbeträge bilden. Und das halt Spannende ist, es für 3 Jahre. Also ich kaufe mir in der Regel einmal im Jahr ein neues Handy. Das heißt, ich könnte theoretisch 3 Investitionsabzugsbeträge für das iPhone 16, 17 und 18 bilden. Weil das sind wahrscheinlich die nächsten Handys, die ich kaufe. Das heißt, das könnte ich jetzt hier schon bilden und mir jetzt dieses Jahr schon von der Steuer absetzen. Und was wichtig ist, ich habe einmal die Hinzurechnung schon erzählt. Das heißt, wenn man am Ende weniger Geld ausgibt oder gar kein Geld ausgibt, dann muss man diese Steuer halt später einfach zahlen. Anderer Punkt noch, wenn ich das dann tatsächlich anschaffe, dann reduziert sich, also gehen wir mal wieder von meinem Audi R8 aus. Ich habe jetzt ein IAB über 23.000 Euro gebildet und schaffe nächstes Jahr für 46.000 Euro ein Auto an. Dann ist die Abschreibungssumme natürlich nicht mehr die 46.000 Euro, sondern die 46.000 Euro minus die 23.000 Euro Investitionsabzugsbetrag ist dann noch eine Anschaffung von 23.000 Euro und diese 23.000 Euro schreibe ich dann ab. Das relativiert das natürlich und ist für die gesamte Laufzeit, um es mal so zu sagen, der Autonutzung erhöht oder erniedrigt das jetzt nicht wirklich meine gesamten Ausgaben, weil ich immer insgesamt 46.000 Euro abschreibe. Das Einzige, was sich ändert, ist quasi der Zeitpunkt, wann ich die 46.000 abschreibe. Aber es ist trotzdem sehr spannend, weil ich tatsächlich die beiden Punkte, die ich angesprochen habe, den Investitionsabzugsbetrag und die Sonderabschreibung, beides benutzen kann. Das heißt, ich kann Investitionsabzugsbetrag über 50% bilden im Jahr vor der Anschaffung und im Jahr der Anschaffung kann ich nochmal 40% abziehen. Dann wiederum nur 40% von dem, was noch übrig ist. Also Audi R8, 46.000 Euro, 23.000 Euro habe ich im Jahr vorher abgeschrieben und dann bleiben noch 23.000 Euro und von den 23.000 Euro kann ich noch 40% abschreiben im Jahr der Anschaffung. Das sind 40% von 23, sind 4, 6, 9.200 Euro kann ich dann nochmal im Jahr der Anschaffung sonderabschreiben und dann muss ich quasi nur noch den Rest, der dann noch übrig bleibt, über die 6 Jahre verteilen, die ich ein Auto abschreiben muss. Und das ist schon sehr, sehr spannend, weil ich kann damit im Jahr der Anschaffung und in den Jahren davor 70% abschreiben. Das ist sehr bemerkenswert und für kleine Unternehmen, also für Selbstständige, ist das mit die spannendste Steuergestaltung, die man machen kann, wenn man seine Steuererklärung macht. Also nicht, man muss dann nicht in dem Jahr tätig werden, sondern ihr könnt das jetzt noch für letztes Jahr machen. Und das, finde ich, macht das wahnsinnig spannend und macht es auch ein bisschen schade, dass die ganzen Buchhaltungsprogramme das nicht können. Aber ihr habt jetzt ja so eine schöne Excel-Tabelle, da könnt ihr noch wild die Zahlen manuell hin und her schreiben. So, einen letzten Punkt. Wir sind jetzt quasi durch. Wir haben damit quasi den Gewinn ermittelt. Wir haben jetzt hier unten in der Excel-Tabelle nach hin und her schieben und so weiter, haben wir einen steuerpflichtigen Gewinn oder einen Verlust. Und dann gibt es dämlicherweise, wir waren schon vorhin bei Elster drin, hier zusätzliche Angaben bei Einzelunternehmen. Entnahmen und Einlagen. Das muss man einfach so angeben. Und zwar, wie viel
hat man entnommen der Selbstständigkeit, dem Unternehmen, und wie viel hat man reingepackt? Ich verstehe es selber nicht. Ich kann es euch nicht erklären. Ich kann euch nur sagen, hier gibt es diese beiden Felder und sie sind doof. Was ihr machen müsst, ihr müsst quasi ermitteln, was ihr im gesamten Jahr entnommen habt, also Geld und auch tatsächlich Sachleistungs- und Nutzungsentnahmen. Aber es ist vor allen Dingen ja Geld. Also wenn ihr vom Geschäftskonto auf euer Privatkonto Geld überweist, dann müsst ihr das zusammenrechnen und hier eintragen. Das macht tatsächlich das Buchhaltungsprogramm auch für euch, und zwar immer, wenn ihr eine Buchung als privat kategorisiert. Wir schauen uns das einmal ganz kurz einfach mal an. Wenn ich hier in meine Bank reingehe, seht ihr hier eine Überweisung an Melchior Neumann, privat. Privat kategorisiert ist einfach eine Privateinnahme. Von meinem Geschäftskonto privat überwiesen, 1200 Euro ist mein Gehalt. Ist ja kein Gehalt, weil ich Selbstständiger bin, aber das ist quasi da. Und immer, wenn ich das privat markiere, dann kann ich in die Einnahmenüberschussrechnung gehen und kann dann in der Ansicht ganz nach unten scrollen und sehe dann hier Entnahmen einschließlich Sach- und Leistungs- und Nutzungsentnahmen 24.000 Euro, weil ich das Ganze halt jeden Monat gemacht habe, dass ich mir 2.000 Euro überwiesen habe. Und damit habe ich quasi die Zahl, die ich hier eintragen kann. Was anderes ist, wenn ihr gerade gründet oder wenn ihr gerade knapp bei Kasse seid, ihr habt privat aber Geld, gerade für nebenberufliche Selbstständigkeiten, die jetzt noch ein gutes Gehalt bekommen und in der Selbstständigkeit vielleicht erstmal Verluste machen, die überweisen sich ja erstmal Geld auf ihr Geschäftskonto. Und das sind dann die Einlagen. Das heißt, da schreibt ihr dann halt auch hier Privateinlage rein, Privateinlage und schreibt dann hier einfach 5.000 Euro oder so. Zack, Startguthaben. Und das summiert ihr einmal und müsst das einmal angeben. Fragt mich nicht, warum. Es verändert eure Steuerlast gar nicht. Also Privatentnahmen, Privateinlagen verändern eure Steuerlast um keinen einzigen Cent. Faktisch ist es ja so, also diese Excel-Tabelle beinhaltet alles, was steuerlich relevant ist. Steuerpflichtiger Gewinn und Verlust, das ist die Zahl, die für die Steuer relevant ist. Und das andere kommt danach. Punkt. Keine Pointe. Schwieriger ist das natürlich. Ich würde sie nicht leer lassen. Es verändert deine Steuerlast nicht. Ich würde sie nicht leer lassen. Man sollte das Finanzamt nicht verärgern, wenn das der Grund ist und so weiter. Ja, aber genau, schwierig ist es, für euch ist das nicht schwierig, wenn ihr ein Geschäftskonto habt. Für euch ist es schwierig, wenn ihr kein Geschäftskonto habt, dann habt ihr nämlich ein Problem. Dann habt ihr ja keine Entnahme oder Einlage. Es geht aber trotzdem. Wenn ihr nur euer Privatkonto habt, dann ist jeder Umsatz, jeder Geldeingang, den ihr auf euer Konto habt, automatisch eine Entnahme. Also wenn ihr eine Rechnung schreibt, wir gucken uns hier nochmal hier meine Finanzen, mein Bankkonto an, wenn ihr eine Rechnung schreibt und Geld bekommt, hier zum Beispiel Google Irland für AdSense, und ihr kriegt das auf euer Privatkonto überwiesen, dann ist dieses Geld zum Zeitpunkt des Geldeingangs, 11.12., eine Privatentnahme. Und sobald ihr was bezahlt, zum Beispiel Deutsche Bahn, 54,80 Euro, zum Zeitpunkt der Zahlung eine Privateinlage. Das heißt, wenn ihr kein Geschäftskonto habt, dann rechnet ihr alle eure Geldeingänge von euren Kunden zusammen und schreibt die als Entnahme rein. Der Betrag ist dann natürlich deutlich höher. Und alle eure Betriebsausgaben schreibt ihr halt als Einlage rein. That's it. Darum geht's. Ist ein bisschen aufwendiger. Ihr solltet sowieso ein separates Geschäftskonto haben. Hier, sieht gerade für Geschäftskonto und so weiter. Kontist ist super. Ich habe viele Jahre für Kontist gearbeitet. Für diejenigen, die wie sagt man so schön, die OGs wissen, von euch wissen, dass ich ja bei Kontist gearbeitet habe und dass dieser Kanal eigentlich auch ein Kontist-Kanal war, bevor ich ihn mitgenommen habe. Du findest unten in der Videobeschreibung auch ein Link zu Kontist. Ihr könnt bei Kontist auch, also Kontist ist inzwischen sehr umfangreich kostenlos nutzbar. Tatsächlich ist so das mit Anzeige der Steuer und so weiter. Ihr könnt bei Kontist, kommt ihr tatsächlich relativ weit mit kostenlosem Konto. Das haben die dieses Jahr erst geändert. Ich bin gerade dabei, tatsächlich noch Kontist-Tutorials aufzunehmen, weil die inzwischen, das Produkt sieht deutlich umfangreicher aus und es ist günstiger geworden. Sehr untypisch für die heutige Zeit, dass etwas besser und günstiger wird, aber vorher war es halt auch relativ teuer und mittelgut.
Ich bin seit 2 Jahren raus. Ich benutze es trotzdem noch tatsächlich. So ein kleines Blick auf die Zeit. Wir haben jetzt dummerweise, also was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt diese Checkliste, jährliche Routine, zugegebenermaßen ein paar Fragen beantwortet, links und rechts mal ein paar Ausflüge gemacht und so weiter. Wir haben jetzt die Pauschalen gemacht, wir haben die Geschenke gemacht, wir haben Bewirtungskosten gemacht, wir haben uns viel mit Abschreibungen beschäftigt, wir haben uns Privatentnahmen und Einlagen beschäftigt. Jetzt gibt es ein paar Dinge, die man prüfen kann, soll, muss. Das hat nichts mit der Steuererklärung zu tun. Dazu gibt es dann zu gegebener Zeit ein separates Webinar, um es mal so zu sagen. Es gibt noch ein paar Sachen, die man halt einmal im Jahr ändern kann. Firmenwagenbesteuerung, Kleinunternehmerregelung und so weiter. Gibt es an anderer Stelle, gibt es auch viele Videos dafür. Deswegen solltet ihr alle den Kanal abonnieren. Aber wir haben jetzt damit tatsächlich, wenn wir das durchgearbeitet haben, dann habt ihr quasi eure Daten, eure Informationen aus der Buchhaltung genommen, habt sie irgendwie, entweder gab es nichts und das war alles sinnlos, was ich euch erzählt habe. Wenn da was Spannendes dabei war, dann habt ihr irgendwo in so einer Tabelle gerade eure Zahlen stehen. Und dann könnt ihr hingehen, loggt euch bei Elster Online an. Das ist dieses Interface. Elster steht, das ist die wichtigste Information, die ihr heute lernen solltet, steht für elektronische Steuererklärung. Das hat nichts mit dem Vogel zu tun, das ist einfach nur eine Abkürzung. Passt trotzdem ganz gut. Und dann, ihr braucht natürlich ein Elster-Konto. Ihr müsst das nicht mit dem Elster-Konto machen. Ihr könnt auch Viso-Steuer zum Beispiel benutzen. Das sieht dann Ganze so aus. Und da könnt ihr auch eine Einkommensteuererklärung machen. Da könnt ihr Feststellungserklärung machen, falls ihr eine GbR habt. Ihr könnt eine Umsatzsteuererklärung machen, eine Gewerbesteuererklärung machen. Ihr könnt sogar den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr in Viso-Steuer eine Steuererklärung machen könnt, dann schaut mal das letzte Tutorial auf diesem Kanal an und auch das Tutorial, was jetzt in 6 Minuten rauskommt. Da erkläre ich nämlich, wie ihr eine Umsatzsteuererklärung mit Viso-Steuer machen könnt. Kommt gleich online. Aber das könnt ihr machen. Ansonsten, was auch noch geht, ist quasi für das gleiche Unternehmen wie LexOffice, könnt ihr hier unten einfach draufklicken. Das hilft euch jetzt natürlich nicht, wenn ihr zwischendrin noch eine Sonderabschreibung oder einen Investitionsabzugsbetrag gebildet habt und so weiter. Wenn ihr das aber alles nicht gemacht habt und einfach sagt, das, was jetzt bei LexOffice drinsteht, das ist eigentlich gut und richtig, dann könnt ihr das direkt zu SmartSteuer übertragen. Warum? Weil beides ein Unternehmen ist. Und SmartSteuer ist auch noch eine Software, die ich noch empfehlen kann. Die wird schon eine ganze Weile nicht mehr so richtig weiterentwickelt. Und ja, die war mal mit die coolste Software für Steuererklärung. Die haben sich ein bisschen gehen lassen, um es mal so zu sagen. Und das sind eigentlich eure 3 Möglichkeiten. Viso-Steuer, Smart-Steuer oder Elster Online. Die kosten natürlich alle was. Also Viso-Steuer kostet, glaube ich, 30 Euro, 40 Euro oder so pro Steuer, also pro Abgabe pro Jahr. Smart-Steuer, glaube ich, auch. Smart-Steuer. Aber das ist dann auch pro Jahr. Ne? Das ist, also es ist immer noch, Buchhaltungsprogramme kosten deutlich mehr. Hier, auch 40 Euro. Elster Online ist kostenlos. Und ehrlicherweise, wenn ihr schon euch die Arbeit gemacht habt bis hierhin, ich habe ja für alle relevanten Unterlagen, auch Tutorials, also wir machen das jetzt heute nicht mehr ganz im Detail, dass wir komplett durch Elster, durch alle Anlagen durchgehen. Das werden wir noch machen, wir sind ja nächste Woche und übernächste Woche auch nochmal jeweils live. Aber wenn ihr euch schon die Arbeit gemacht habt und tatsächlich so ein Excel-Doc habt, dann ist das jetzt ziemlich einfach. Und zwar gehen wir einfach mal bei Elster rein. Das ganze Dashboard sieht folgendermaßen aus. So ziemlich genau, wenn ihr euch eingeloggt habt, dann findet ihr auf der linken Seite einmal Formulare und Leistung, alle Formulare. Und das eine, was ein bisschen verwirrend ist, ist, ihr findet Einkommensteuer. Und theoretisch ist die Einnahmenüberschussrechnung, die Anlage EÜR, ja eine Anlage zur Einkommensteuererklärung. Die findet ihr da aber nicht. Ihr findet hier nämlich Gewinnermittlung und da findet ihr die Einnahmenüberschussrechnung. Das hat Gründe. Also es hat auch sinnvolle Gründe, weil die Einnahmenüberschussrechnung ist auch die Grundlage für die Gewerbesteuer und vor allen Dingen ist die Einnahmenüberschussrechnung quasi eine Anlage, die zu eurem Unternehmen gehört und eure Einkommensteuererklärung, unbeschränkte Steuerpflicht, die ihr sonst noch ausfüllt, das ist quasi eine private Steuererklärung. Das heißt, wenn eure Selbstständigkeit woanders angemeldet habt, als ihr wohnt, dann geht diese Anlage EÜR woanders hin als der Rest der Steuererklärung. Bürokratie und so. Man muss es halt nur wissen, hier bei der Einkommensteuererklärung findet ihr keine Anlage EÜR, die findet ihr separat unter Gewinnermittlung. Und wenn ihr dann da draufklickt, dann wählt ihr das Jahr aus. Wir haben jetzt ja 23 gemacht, ihr hoffentlich auch und nicht 22. Ihr habt theoretisch jetzt die Möglichkeit, wenn ihr das im Vorjahr da schon mal gemacht habt, einfach die Daten zu übernehmen und dann müsst ihr einfach nur noch die Zahlen ändern. Lohnt sich tatsächlich auch, weil ihr werdet wahrscheinlich noch so heißen wie letztes Jahr, noch die gleiche Steuernummer und so weiter. Das heißt, es ist schon relativ vieles sehr ähnlich. Und dann wählt ihr die Anlagen aus. Das heißt, EÜR, AV-EÜR für die Anlagevermögen und die anderen, die sind ehrlicherweise, ihr habt hier immer so Erklärungen. Es sind die absoluten Ausnahmefälle. Wenn ihr hier Anlage SZ, SE, AV, SE, ER, LUF, das sind absolute Ausnahmen.
Und dann seht ihr hier auf der linken Seite quasi die Struktur von der Anlage IWR. Und wir sehen jetzt quasi erstmal allgemeine Angaben, dann sehen wir die Gewinnermittlung, ergänzende Angaben und so weiter. Allgemeine Angaben sind halt hier, sieht man Name, Adresse, Betrieb, Rechtsform und so weiter. Und die Gewinnermittlung sind Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben und so weiter. Und wenn ihr diese Excel-Tabelle habt, zum Beispiel Betriebseinnahmen als umsatzsteuerpflichtiger Kleinunternehmer, da steht ja euer gesamter Umsatz, wenn ihr Kleinunternehmer seid, steht Zeile 11, 0. Und dann geht ihr hier rein, Zeile 11, 0. Ihr könnt es auch einfach leer lassen. Spannender sind die Felder, wo es drinsteht. Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen ohne, und dann geht ihr hier hin, sagt, okay, das ist Feld 14. Dann geht ihr zu Feld 14 und schreibt hier die Zahl rein und sagt hier Betriebseinnahmen. Idealerweise ohne, oh Gott, ohne Fehleinnahmen. Zack. Und so geht ihr quasi einfach durch eure ganze Tabelle einmal durch. Alles, was 0 ist, könnt ihr einfach weglassen. Und wenn ihr dann fertig seid, dann habt ihr die Anlage IWR quasi einfach fertig. So mache ich meine Anlage IWR. So, in diesem Sinne, das ist jetzt natürlich erstmal jetzt zu diesem Punkt. Was ihr auch macht, ihr nehmt diesen Wert, den steuerpflichtigen Gewinn und Verlust, und geht dann rein in mein Elster, in Formulare und Leistung, alle Formulare. Ihr geht auf Gewerbesteuer, wenn ihr gewerbetreibend seid, ganz wichtig, nur dann, und macht dann basierend auf diesem Gewinn eure Gewerbesteuererklärung. Und was ihr auch außerdem machen müsstet, ist eure Umsatzsteuererklärung. Die macht ihr hier. Und wichtig für die Umsatzsteuererklärung, da ist ja nicht die Einnahmenüberschussrechnung die Grundlage quasi, sondern ihr geht hier dann einmal auf Elster. Ihr geht auf Umsatzsteuer, ihr wählt hier das ganze Jahr, dann aber natürlich 23 aus. Und dann seht ihr Zahlen. Und wenn ihr das jetzt ausklappt, dann seht ihr genau, könnt ihr euch das nochmal angucken, was steckt da eigentlich dahinter. Aber ihr seht genau die Beschreibung. Ihr seht hier jetzt keine Felder, aber ihr seht den exakt genauen, die Beschreibung des Feldes in Elster Online. Und damit findet ihr auch Umsätze zum Steuersatz von 19%, werdet ihr nach dem Nettobetrag gefragt und werdet danach gefragt. Das heißt, da könnt ihr dann genauso vorgehen. Da gibt es ehrlicherweise wenig anzupassen. Bei der Umsatzsteuer ist LexOffice und auch Selfdesk und Co. sehr, sehr stark. Und dann ist das einfach nur einmal rüber kopieren. Es gibt leider keine Exportdatei, dass du das dann bei Elster Online einfach nur importieren musst. Aber das ist es im Wesentlichen, was du machst. Das war jetzt noch einmal ganz schnell umrissen. Wir haben jetzt einmal die Buchhaltung heute abgeschlossen. In der nächsten Woche machen wir nochmal den ganzen Steuererklärungspart, dass wir uns die drei Steuererklärungen nochmal im Detail anschauen und durchklicken. Und in der übernächsten Woche wiederholen wir dann quasi genau das Gleiche und machen einfach den gesamten Prozess vom ersten bis zum letzten Schritt. Das heißt, wenn ihr die Steuererklärungen erfahren wollt, sehen wir uns in der nächsten Woche. Und wenn ihr nochmal alles sehen wollt, auch das heute nochmal wiederholen wollt, dann sehen wir uns in 2 Wochen am 1. September und dann nehme ich mir dann Open-End-Zeit. Da machen wir dann durch quasi. Das ist dann auch ein Sonntag. Ihr müsst ja dann am Montag, also am 2. September, müssen die Steuererklärungen beim Finanzamt sein. Und da machen wir dann wirklich komplett einmal alles. In diesem Sinne, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Schreibt mir jetzt noch einmal ganz kurz rein. Sollen wir das vielleicht häufiger, regelmäßiger machen? Ich finde es eigentlich auch ganz witzig, das monatlich zur Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Zur Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter. Es ist kein geiles Thema, aber wenn man es zusammen macht, ist es vielleicht ein bisschen weniger schmerzhaft.